Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, bei der letzten Aufnahme ist ja wohl einiges schief gegangen. Hat mir das Video praktisch zweigeteilt. Dadurch, dass ich irgendwie auf dem Desktop gelandet bin kurz. Und, was noch viel schlimmer ist, das kotzt mich so an manchmal, dass die Lautstärkepegel von meinem Mikro immer hochreguliert wird, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe bisher immer noch keine Ursache gefunden. Und dann klingt das teilweise echt ätzend. Ich drück's zwar immer runter von der Lautstärke her, aber dieses Übersteuerte hört man dann trotzdem immer noch so ein bisschen. Verursacht dann geringfügig Ohrenkrebs. Tut mir leid, Leute. Aber ich hab's wieder korrigiert. Zum Glück habe ich's gemerkt. Weil sonst hätte euch dieses liebliche Kratzen im Ohr wahrscheinlich noch länger begleitet. So, ich dachte mir, wenn wir schon mal dastehen, dann werden wir erstmal kurz Tränke nachbauen und jetzt gehen wir weiter. So, dieses Mal aber mit Gaul, weil jetzt haben wir alles abgesucht hier in der Gegend. Da dürfte jetzt eigentlich nichts Nützliches mehr sein. Mal ein bisschen auf die Tube drücken hier. Wir müssen schließlich die Welt retten. Naja, erstmal nur Kammwald, aber die Welt, die kommt dann danach, die kann warten. So, was haben wir denn überhaupt für Ziele jetzt im Moment auf? Da haben wir noch die Quest, die wir annehmen können. So, hier geht's. Okay, da wären die Banditen. Da wäre der Wächter. Und da wäre die Judith, diese vermisste Forscherin oder was auch immer das sein mag. Okay, wir holen uns erstmal die letzte Quest hier. Und dann würde ich sagen, machen wir erst das mit den Banditen. Dann holen wir den Wächter und Judith und dann schließen wir den Riss. Also, sofern das so möglich ist. Vielleicht müssen wir den Riss auch zuerst schließen. Wenn wir dann nämlich schon da sind, dann renne ich natürlich nicht nochmal zurück. Ein Glück bleibt der überall hängen, ey. Scheiße. So, rein da. Schnell, schnell, schnell. Plündern. Na, seht ihr? Gar nicht so schlecht. Ich frage mich gerade, ob ich in dem Haus denn schon war. Aber ich glaube schon. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, da war diese. Ja, ja, diese. Jana, Jana. Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Die, die den Wächtern beitreten will, beziehungsweise wollte. Keine Ahnung, ob sie es in meiner ereignislosen Abwesenheit mittlerweile geschafft hat. Wenn nicht, ist mir's auch egal. Wäre sie mal zu uns gekommen. Guck mal einer an. Elfenwurzeln im Überfluss. Ja, die sind immer schneller weg, als man gucken kann. Also von daher ist es gar nicht so schlecht, das alles mitzunehmen. Die Leiter kennen wir schon. Ich dachte, ihr würdet den Kirkwall das Kommando übernehmen, dass ihr Fiona ordentlich den Arsch versohlt. Ich versohle niemandem den Arsch. Doch, tut mir leid, mein Fehler. Ihr habt natürlich Leute, die das für euch übernehmen. Ihr hört einfach nicht auf damit, oder? Vermutlich nicht. Na, merk schon, die Stimmung ist wieder bestens. Merrick und Cassandra. Das neue Dream Team. Das ist ähnlich wie mit Alistair und Morrigan. Bei Dragon Age Origins, das habe ich so geliebt. Alistair war an sich ein cooler Typ, aber er wurde von Morrigan immer gemobbt. Am Ende. Je schneller ich von hier verschwinde, desto besser. Und irgendwie war er auch immer so eine richtige Tussi und hat sich nicht wirklich gewehrt gegen Morrigan. Und die hat das natürlich ausgenutzt und ja, da sind dann immer nette Dialoge entstanden. Danke für all eure Hilfe. Sag mal, will die mich eigentlich verarschen? Die war doch gerade noch in ihrer Hütte. Wie schnell kommt die bitte hoch? Wesen. Anschlagtafel. An dieser Anschlagtafel sind mehrere Zettel geheftet. Ab sofort geht niemand mehr in die Nähe des Drachen. Was, ein Drache? Ich habe bereits Nachrichten in die Hauptstadt geschickt. Wir müssen warten, bis man uns Hilfe schickt. Abgesehen davon werden wir morgen bei Sonnenaufgang beginnen, den See nach einer Spur von Henrys abzusuchen. Bürgermeister Dedrick. Ich vermisse eines meiner Lämmer. Es hat einen Streifen am rechten Vorderhuf. Es ist gestern Abend von der oberen Weide verschwunden, Irvin. Wenn jemand Eddie sucht, soll er mich holen lassen. Lasst euch von ihr nicht einlullen. Sie weiß genau, was sie getan hat, Penelope. Braucht ihr Rächen?
Ich leihe euch 1 für 5 Kupfer. Sucht mich auf. Ich habe auch Wagen. Ist sehr gut, braucht aber Rep. Ihr könnt haben. Holt einfach bei mir ab. Bringt Räder mit. Y. Außerdem hat jemand Milton und Lonnie in das Brett geritzt. Ah ja, das sind ja mal echt höchst interessante Inserate. Nicht? Vor allem diese grammatikalische Meisterleistung bei dem einen. Braucht Rep, okay, Abkürzung. Kann bei mir abholen. Immer so Halbsätze, das haben wir ja gerne. Eisen, nee, danke. Ist nicht so wichtig. Also da startet wohl eine Quest. Aber wir beanspruchen erstmal dieses Dings hier. Erinnerung der Ertrunkenen. Am 8. Tag der Blütenwende, 39 im Zeitalter des Drachen, bekämpften wir die Verderbnis, die 5. Verderbnis. Wir erinnern uns an die Macht, in der Damm brach und die dunkle Brut in einer Springflut ertränkte. Wir erinnern uns an die Schreie jener, die fortgespült wurden, unserer Familien und Nachbarn. Wir erinnern uns an Flüchtlinge, die bei uns Zuflucht gesucht haben, weil sie ebenfalls in der Dunkelheit verloren waren. Wir überantworten ihre Seelen dem Erbauer. Geliebte Andraste, führe sie an seine Seite. In den Sockel einer Gedenkstatue in Kammwald geschnitzt. Über einer Liste von Namen. Ja, die 5. Verderbnis. Das war die Verderbnis, die wir nun mal kennen. Aus Origins. Die dort ihr Leben ließen. Auch noch. Was tut man denn nicht alles, ey? Störe ich euch bei einer Trauerfeier? Wir haben durch den ersten Angriff zahlreiche Freunde verloren. Uns bleibt noch endlos viel Zeit, um zu trauern. Was ich jedoch fürchte, ist die Frage, wie viele wir dem Scheiterhaufen noch übergeben werden. Tja, keine Ahnung. Es werden wahrscheinlich noch mehr sterben. Ihr wollt die Leichname vom Grunde des Sees bergen? Sie waren die Kinder des Erbauers. Ihre sterblichen Überreste haben etwas Besseres verdient, als dem Morass überlassen zu werden. Außerdem wird eine Trauerfeier auch den Lebenden helfen, Frieden zu finden. Eure Hingabe ehrt euch, Schwester. Sucherin Pentagas, bitte verzeiht. Ich hätte nicht erwartet, die rechte Hand der Göttlichen in unserem bescheidenen Dorf anzutreffen. Beruhigt euch. Wir haben zu viel zu tun, um auf Hierarchien zu beharren. Ja, Sucherin. Ganz wie ihr meint. Warum seid ihr so erpicht darauf, dass der See trockengelegt wird? Die Untoten suchen uns erst heim, seit dieses Leuchten im See erschienen ist. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Allerdings unternimmt der Bürgermeister nicht das Geringste. Ich fürchte, er denkt, das Ablassen des Wassers würde nur noch mehr Monstren auf uns loslassen. Tja, der Bürgermeister ist nun mal ein Politiker. Möge Andraste euch leiten. Und ihr wisst ja, wie Politiker so sind. Die reden zwar viel, aber machen nichts. Genau deswegen tut dieser Mann überhaupt nichts. Genau das, wofür er eigentlich da ist. Das ist nicht viel, ich weiß, aber es ist wirklich alles, was Politiker können. Und nein, ich versuche hier keine Propaganda zu machen, das ist einfach nur meine Meinung. Ich halte von Politik einfach nichts mehr. Und das übertrage ich scheinbar auch auf die Spiele. Ja, das ist traurig, wenn man so denkt, aber so ist es nun mal. Wahlversprechen sind ein Witz und wir Idioten fallen immer wieder drauf rein. So ist es doch, oder? Wird doch nichts eingehalten. Außer vielleicht das Versprechen, dass das Versprechen gebrochen wird. Beziehungsweise das schlichte Versprechen. Nach der Wahl ist alles anders. Ich werde mich eh nicht an den Scheiß halten, den ich gesagt habe. Ah ja. Macht euch euer eigenes Bild. Meine Meinung ist allerdings genau so. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das letztens mal gesagt habe oder so. Bei einer Wahl, mittlerweile gehe ich nicht mehr mit der Einstellung hin, ich wähle diese Partei, die mir am besten gefällt,
sondern ich will, wenn überhaupt, dann noch die Partei, die ich am wenigsten scheiße finde. Und dass ich die Einstellung mittlerweile jetzt schon habe, nach nur 2 Bundestagswahlen, an denen ich teilgenommen habe, also das ist echt traurig. Aber was soll man denn dazu noch sagen? Ist eh nicht das Thema, das wollte ich nur noch mal kurz anreißen, weil es kurz gepasst hat. Aber wir lassen das Ganze jetzt auch mal wieder gut sein. Ich glaube, ich reite ein Stück auf dem Pferd. Hätte ich mal viel früher nehmen sollen, vielleicht. Los, los, los. Hühot. Gott, ist das viel Lärm. Das kommt mir zumindest so langsam vor. Wie kommen wir jetzt darüber? Geht da ein Weg rauf oder irgendwie irgendwas? Jetzt mal im Ernst, wie komme ich darüber? Ist hier vielleicht eine Straße? Weil hier geht es ja scheinbar nicht weiter. Was übersehe ich denn da schon wieder, hä? Kann mir das mal jemand verraten? Einfach mal stecken geblieben, läuft. Toller Gaul, wirklich. Das Pferd passt zu mir. Wow, was war da? Lag da was Seltenes? Ich bin mir nicht sicher. Oh, nee. Hier liegt einfach nur Käse rum. Na, so ein Käse. Ja wie, jetzt komme ich nicht mehr am Gaul vorbei oder was? Verpiss dich, geh weg. Zieh Leine. Von mir aus zieh auch einen Faden, aber geh einfach weg. Ach, guck mal einer an. Spindelkraut. Und Elfenwurzel. Da hinten müsste... Ja, ist auch eine Elfenwurzel. Mittlerweile erkenne ich die zumindest an der Form. Ah, guck mal einer an. Da hat es wieder funktioniert. So alle 100.000 Mal vielleicht. Und tatsächlich in die Richtung geht's weiter. Dann machen wir uns auf die Socken. Entdeckte Region, alte Marktstraße. Na, solche Handelsrouten sind ja eigentlich dafür bekannt. Das gute alte Klischee, irgendwo kommen irgendwelche Banditen von den Hügeln oder aus den Büschen gesprungen und wollen mich überfallen. Das sollen sie bei mir mal versuchen. Traut euch nur, los, ihr feigen Schweine. Oh, ist das jetzt vielleicht die andere Seite dieser Höhle? Aber da geht's ja auch nicht weiter. Da verlädert das Tagebuch. Die Banditen sind direkt gegenüber. Ich kann die Mistkerle also im Auge behalten. Ich konnte einige der Vorräte zurückholen, die sie dem fahrenden Händler gestohlen haben. Sie haben mich nicht mal kommen sehen. Aber ich habe keine Angst. Wenn sie den Kampf wollen, sollen sie mich holen. Okay, wer hat das? Halt mal, beanspruchen. Machen wir das gleich, bevor ich es vergesse. Diese Höhle da, oder was? Versteckte Höhle. Eine Holzwand wurde am Eingang dieser Höhle errichtet. Vermutlich, um ihre Bewohner vor dem Wetter zu schützen. Na, dann gucken wir doch mal, wer die Bewohner sind. Unter anderem die Tiefenpilze, wie ich sehe. Das sind mir die liebsten Bewohner. Da scheinen... Ups, jetzt habe ich die Konsole geöffnet. Wie habe ich denn das geschafft? Ah ja, jetzt ist sie wieder zu. Wunderbar. Geht einfach weiter. Wir haben nichts, was ihr wollen könntet. Ah, das werden wir noch mal sehen. Ich sehe das etwas anders. Obsidian. Nicht nur in Minecraft scheinbar ein seltenes Metall. Oder ein Vorkommen. Ein Rohstoff. Unnatürliche Wesen streifen durch die Nacht. Wenn ihr mich fragt, ist das die Strafe des Erbauers für eine sündige Welt. Alter. 1 von 12, das heißt, ich habe schon das nächste Mosaik-Dings angefangen. Unnatürliche Wesen streifen durch die Nacht. Wenn ihr mich fragt, ist das die Strafe des Erbauers für eine sündige Welt. Ja, ja, Strafe des Erbauers. So wird's sein.
Na, irgendwann muss ich mich echt mal aufmachen, die ganzen Mosaikteile zu finden. Aber ich glaube, wir sollten erst ein paar Gebiete ergründen und erschließen, weil wenn ich mir da mal so einen Guide raushole und gucke, wo die alle liegen, dann komme ich wahrscheinlich eh nicht weit, weil, wie gesagt, die Hälfte dann in Gebieten liegt, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und die Mosaikteile, die scheinen ja kunterbunt gemischt zu sein. Wer weiß, vielleicht kriegt man von dem anderen Mosaik-Rätsel, was wir hier haben, oder was wir schon angefangen haben, ja auch noch was. Oh je, rotes Lyrium. Optimal. Aber ich glaube, wir kommen der Sache langsam näher. Die ganzen Pflanzen und der Scheiß hält mich halt auf, aber ich bin froh, wenn ich es mitnehme. Später kann ich es wieder brauchen. Noch mehr Obsidian. Jetzt geht's aber los. Das nehmen wir natürlich mit. Nicht so wie das doofe Eisen. Markieren wir uns das mal. Hier ist alles voll damit. Das kommt ja aus dem Boden raus, oder was? Kann man das kaputt machen? Kaputt machen? Okay, scheinbar nicht. Naja, wer will das schon? Los, nimm das Embryo. So. Ah ja, da hocken die Banditen drin. Pass des toten Mannes. Ich glaube, den gab es in WoW auch schon, den Pass des toten Mannes. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder war es ein anderes Spiel? Keine Ahnung. Da ist die Feste, von der der Bürgermeister gesprochen hat. Und da sind auch die Banditen. Die Mauern sehen ziemlich massiv aus. Sie wird nicht leicht... Sie wird nicht leicht einzunehmen sein. Ja, ist ja gut. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Erobere die Feste, um den Damm zu erreichen. Wo führt denn der Weg hin? Also irgendwie auch einfach nur ein Zugang. Ach so, das ist jetzt ein Rundweg gewesen. Na toll. Habe ich mich wieder sauber verarschen lassen. Eisen wollen wir nicht. Das ist die Mühe einfach nicht wert, da jedem Eisen hinterher zu rennen. Da ist nix. Gut, dann schauen wir noch mal, wie weit wir kommen. Und jagen die blöden Banditen erstmal zur Hölle. So. Elegant anklopfen. Traurige Splitter waren in der Tür drin. Wie traurig. Ach, Gesundheit niedrig? Das ist aber doof. Macht doch sowas nicht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das Mal nicht sinnlos verballere. Weil man ist ja doch geneigt, auf die 1 zu tippen. Da war ja vorher der Blitzschlag. Das ist irgendwie Macht der Gewohnheit. Und ich hoffe, dass ich gegen diese Macht der Gewohnheit irgendwie eine Chance habe. Weil gegen so ein paar poplige Banditen zu entladen, wäre eigentlich Verschwendung, glaube ich. Das nehmen wir lieber, wenn wir mal ein paar richtig harte Brocken haben. Und nicht bei so ein paar Wegelagerern. Ein paar Tagelöhnern. Vor allem Wegelagerer. Das heißt ja auch noch so. Gar nicht drauf geachtet. Das sollte eigentlich eine abfällige Bezeichnung für diesen Sauhaufen sein. Die jetzt lustigerweise auch noch der Wahrheit entspricht. Alles klar. Noch mehr Karo-Stoff, um noch mehr hässliche Rüstungen wie diese zu produzieren. Ach nee, halt. Karo-Stoff war ja die Vorgängerrüstung schon. Stimmt. Da habe ich nur festgestellt, dass das Ding potthässlich aussieht. Ach, das Ding ist außerhalb der Festung. Da kann ich ja lang suchen. Okay, jetzt werden es mehr. Trotzdem glaube ich, dass das Ding jetzt Verschwendung wäre.
Da hauen wir lieber unsere anderen Fähigkeiten raus. Mana regeneriert sich ein bisschen schneller, glaube ich. Hoho, das war arschknapp. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen im Hintergrund bleibe, überlebe ich die ganze Aktion, glaube ich. Ja, dauert zwar ziemlich lange mit dem Regenerieren, aber wenn ich es mal noch so steuern kann, ist da ganz gut. Wenn ich doch mal Gegner finde, die wirklich viel Schaden auf mich draufhauen, dann gucke ich lieber, dass ich mal an die anderen Tränke komme. Okay, ich nehme einfach mal einen jetzt. Weil hier kriege ich konstant Schaden, ich weiß nicht von wo. Ja gut, das hat sich jetzt gecheckt. Der haut mich gerade. Aber davor, was war das Schwarze da auf dem Boden? Wie so eine Wolke, so eine Schattenwolke oder so. Verderbniswolke, keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Wurscht. Der Trank hält immer noch. Ich fasse es nicht. Wie lange geht denn das bitte? Das ist ja richtig krass. Lindern. Oh. Ich glaube, das Material hatte ich noch nicht bisher. Zumindest nicht bewusst, aber es ist ein Stufe 1 Material. Von daher doch eher uninteressant, glaube ich. Ich habe es mir jetzt nicht so genau angeschaut. Wo ich Stufe 1 gelesen habe, habe ich mir auch nur gedacht, okay. Und weg damit. Ja, sag mal. Was Dammzugang? Hier rein? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, oder? In die andere Richtung geht's ja erstmal nicht weiter. Wird das Ansehen der Inquisition steigern, Schätzchen. Achtet nur darauf, dass sie euch nicht mit ihren dreckigen Fingern betatschen. Feste muss beansprucht werden. Na wie denn? Kann ich das gleich machen oder erst, wenn der Damm geschlossen ist? Zerstört ist, geöffnet. Beziehungsweise, nee, halt mal, wir müssen den Damm schließen. War schon richtig, was ich gesagt habe. Wir wollen ja den See trocken legen. Da komme ich aber auch nicht weiter. Toll, ich verlauf mich. Und so einem. Das war wohl irgendwie die Taktik an sich, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, genau. Einfach wieder weitermachen. Es ist nichts passiert. Tü-tü-tü. Ich habe die Lage voll im Griff. Nee, dieses Mal habe ich sogar einigermaßen im Griff. Jetzt abgesehen von der Aktion eben. Allerdings werde ich nicht schlau aus der ganzen Sache hier. Wo muss ich denn hin, um das Ding zu beanspruchen? Sagt mir das doch mal. Gehen wir mal hier hoch. Okay, da war ich noch nicht. Glaube ich. Da sind auch Gegner. Okay, dann war ich da wirklich noch nicht. Toll, wie blöd kann man denn sein, da so daneben zu schießen? Oh, scheiße, nicht aufgepasst. Wiederbelebt. Jawoll. Weiß zwar nicht, wie das ging. Aber ich lebe wieder. Bin ich gut. Sag mal, wieso greift der nie an? Was ist denn das für eine Kacke hier? Ich konnte gerade die ganze Zeit nicht angreifen. Was soll denn das? Lag das an dieser blöden Taktikansicht? Oh, Anführer.
klingt irgendwie wichtig, oder? So, haben wir nochmal das Blitzding um die Ohren. Ja, das Blitzding. Wie bei Man in Black. Nur mit mehr Blitzen. Und weniger Dings. Na komm, jetzt fall halt um. Wir recken ja schon Mana, was das Zeug hält, aber es reicht scheinbar nicht. So, jetzt fällt er. Jawohl. Ich glaube, das waren alle. Dieser Ort könnte unseren Spionen gute Dienste leisten, wenn ihr ihn für uns... Ja, ja, beanspruchen gute Dienste. Was war denn das gerade, was ich da gefunden habe? Das letzte Gefecht? War das eine Waffe? Ja. Streithammer? Das sind Zweihänder, glaube ich. Ja, wie denn? Was denn? Wo denn? Ich würde ja, aber... Von wo aus mache ich denn das? Geh mal die Etage noch höher. Komme ich hier raus? Feste muss beanspruchen. Ja, ich glaub's euch ja. Womöglich doch von außerhalb. Das ist doch scheiße. Eine Feste beansprucht man auch innerhalb der Festung, oder? Am Burgfried zum Beispiel, also dem Hauptgebäude sozusagen. Für die, die nicht wissen, was ein Burgfried ist. Als alter Stronghold-Zocker spätestens seit da weiß ich es natürlich. Wäre auch mal eine Überlegung. Stronghold Crusader 2 habe ich auch und noch nie gespielt. So ein Scheiß. Das ärgert mich so, dass ich teilweise so tolle Spiele noch habe, zu denen ich schlicht und ergreifend nicht komme. Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Außerhalb. So viel zum Thema. Ich habe die Lage im Griff. Egal, fest ist erstmal sauber. Das ist schon mal die Hauptsache. Autsch. Hauptsache sanfte Landung, jawohl. Jetzt gehe ich mal nach raus und nach rechts. Ob die Theorie überhaupt stimmt. Von außen. Eigentlich total schwachsinnig. Aber es scheint tatsächlich so zu sein. Hier, wo die Galgen sind. So ein Blödsinn, ey. Der Galgen von Kaer Bronach. Die Galgen bei der Festung sind ein Überbleibsel aus dem Krieg zwischen Orlais und Ferelden. Lasst uns dankbar sein, dass sie seit Jahren nicht benutzt wurden. Abgesehen von Kindern, die daran schaukeln, bis die Wildhüter sie vertreibt. Aus den Memoiren von Schwester Vaughn aus Kamwald. Ja wie, jetzt kommen da schon die ersten verbündeten NPCs, die hier... Wer redet denn da? Jetzt sag nicht, die Banditen sind wieder da. Das wäre schäbig. Es kann doch nicht sein, dass ich Stimmen höre und es ist niemand da. Jetzt höre ich schon Stimmen. Es geht zu Ende mit mir. Auweia. Nee, hier ist aber niemand. Was soll denn das? Wenn ihr nicht da seid, dann redet gefälligst nicht. Gut, aber ich würde sagen, heute haben wir wirklich viel geschafft. Vor allem wieder viele Rohstoffe natürlich gebunkert. Ist auch klar, dass das den Großteil eingenommen hat. Das sehe ich auch. Aber auch von mit dieser Festung sind wir gut vorangekommen, finde ich. In der nächsten Folge werden wir uns dann wohl auf den Damm begeben und diesen dann wiederum schließen. Oder öffnen, um den See abfließen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt anstellen. Für heute war es das, Freunde. Ich würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Also sprich Däumchen hoch. Das hilft wirklich enorm, glaubt mir. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ciao.